Kretzow und Katja Mast. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer der Bundesregierung mangelnde Kontrollwille um die Ohren wirft, muss schon auch in Baden-Württemberg selbst liefern, liebe Beate Müller-Gemmecke. In Thüringen übrigens auch. In der Fleischwirtschaft gibt und gab es in zu vielen Fabriken Corona-Infizierte. Dort herrschen schlimme Arbeitsbedingungen, ein schäbiges Geschäftsmodell. Und mit dem Gesetzentwurf gehen wir extrem weit. Kein einziges Unternehmen der Fleischindustrie kann zurück zur Tagesordnung. Wir ändern die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie fundamental wie in keiner anderen Branche in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde gut, dass unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das Gesetz nun vorgelegt hat, im Übrigen in einem politischen Tempo, das seinesgleichen sucht. Und es geht darum, erstens, künftig sollen in der Fleischindustrie Festangestellte arbeiten, keine Werkverträge, keine Leiharbeit. Die Gemeinschaftsunterkünfte werden definiert und besser unter die Lupe genommen. Drittens, die Arbeitszeiten werden elektronisch erfasst. Und viertens, die unternehmerische Verantwortung wird gestärkt. Uns geht es übrigens nicht um die Handwerkerinnen und Handwerker in der Branche, sondern uns geht es um die Industrie, um die Fabriken. Und ich selbst habe auch gar nichts gegen das Produkt Fleisch. Das ist hier alles kein politischer Feldzug gegen die Wurst, sondern die Antwort darauf, dass wir Menschen und Tiere, dass wir es zulassen, dass Menschen und Tiere ausgebeutet werden. Ich freue mich jetzt schon auf die Initiative der Bundesregierung zum Thema Tierwohl, die ich mit Spannung erwarte. Beim Arbeitsschutz werden wir massiv und ich ganz persönlich auch aus der Bevölkerung unterstützt, gerade auch in meinem Wahlkreis in Pforzheim und im Enzkreis. Denn dort in meinem Wahlkreis war der erste Pandemiefall um Ostern bei Müllerfleisch mit insgesamt 400 Infizierten. Und ja, wir sind nicht erst heute auf dem Platz, sondern schon lange an dem Thema. Zuletzt haben wir gemeinsam weitere Verschärfungen für die Fleischindustrie 2017 vorgenommen. Das war damals ein gemeinsamer Verdienst mit meinem CDU-Kollegen Karl Schieverling. Aber wir sehen jedes Mal in der Fleischindustrie, dass alle möglichen Tricks angewendet werden. Deshalb hat es nicht gereicht und wir müssen weiter da dranbleiben. Das Geschäftsmodell funktioniert nur deshalb, weil man Menschen meistens aus Osteuropa anwirbt, sie in Sammelunterkünften unterbringt, wo niemand von uns leben möchte, und sie eben nur befristet hier sind. Frau Kollegin, ich komme zum Ende. Um es ganz klar zu sagen, es sind zu viele Konzerne in der Fleischindustrie, die Kasse durch Ausbeutung machen. Das müssen wir beenden. Die Fleischindustrie versucht massiv auf uns Einfluss zu nehmen. Jetzt geht es darum, Kurs zu halten. Die SPD ist dabei am Start. Vielen Dank, Katja Mast. Dankeschön. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Stefan Preuß.